Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Heute, ja, mit dem kleinen WM-Blog über Deutschland, Algerien, aber kurz noch zu den Spielen von gestern. Und zwar Niederlande, Mexiko und Costa Rica, Griechenland. Ja, Niederlande, Mexiko. Also, ich muss ja zugeben, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass meine Abneigung gegenüber Niederlande, die man ja als deutscher Fußballfan die ganzen Jahre eigentlich eingeimpft bekommt, dass die immer weiter schwindet. Warum, weiß ich nicht, aber irgendwie, ja, machen mir die Niederländer in letzter Zeit irgendwie Spaß. Aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem irgendwie gehofft, dass Mexiko gewinnt und Niederlande rausfliegt. Ich weiß auch nicht so richtig. In den Vorrunden war ich eigentlich für die Niederlande, aber jetzt im Achtelfinale habe ich gehofft, dass Mexiko gewinnt und Niederlande rausfliegt. Die haben ja auch nicht wirklich überzeugend gespielt, Niederlande. Und Mexiko schießt dann auch mit dem 1-0 erstmal den Führungstreffer. Aber leider, ja, haben sie dann zu defensiv gespielt. Mexiko hat dann gemeint, sie müssen nur noch verteidigen. Das ist sowieso super auffällig, dass es sehr viele Mannschaften gibt, die einfach, wenn sie ein, zwei Tore schießen, dann so extrem defensiv spielen und nicht mehr großartig versuchen, mit Konter quasi noch ein Tor zu erzielen, beziehungsweise die Konter, die sie bekommen, extrem schlecht ausspielen. Also das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, wie ich finde. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass die eine halt alles zumauert hinten und die anderen versuchen durchzukommen. In dem Fall war halt Mexiko die Mannschaft, die mauert und Niederlande hat versucht durchzukommen, was sie sehr, sehr lange nicht geschafft haben. Und das Ende vom Lied kennen ja alle. Niederlande schafft es innerhalb von, ich glaube, 6 oder 7 Minuten das Spiel zu drehen. Erster Anschlusstreffer in der, ich glaube, 87. oder sowas und dann in der 3. oder 4. Minute der Nachspielzeit, die war ja relativ lang, durch die Trinkpause gab es 6 Minuten Nachspielzeit. Ja, in der 3. oder 4. Minute der Nachspielzeit gibt es dann den Elfmeter, den Hündeler macht. Und ja, Niederlande ist weiter im Viertelfinale. Und wenn man jetzt dann die weiteren Aussichten von Niederlande betrachtet, kann man eigentlich auch direkt sagen, Niederlande ist im Halbfinale, weil im Viertelfinale treffen sie auf den Sieger von dem Spiel Costa Rica gegen Griechenland. Das war bekanntermaßen Costa Rica. Und ja, die sind über 120 Minuten gegangen, super ausgepowert. Das heißt, die werden ein leichterer Gegner werden als Mexiko, würde ich behaupten. Also ich würde sagen, der Viertelfinalgegner von Niederlande wird leichter als der Achtelfinalgegner, weil Mexiko nicht so ausgepowert war, wie es Costa Rica sein wird. Die mussten halt echt kämpfen. Ja, ich finde es etwas traurig, dass Niederlande weitergekommen ist, aber kann man nichts machen. Dann wird das wohl die erste Mannschaft sein, die im Halbfinale sein wird. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie durchs Viertelfinale kommen. Schade für Mexiko. Ich hätte es ihnen wirklich gegönnt, aber kann man nichts machen. Spiel Costa Rica Griechenland. Das war ein sehr kampfbetontes Spiel, aber über weite Strecken, auch mit so einer gewissen Langeweile im Spiel, wobei die nicht daher kamen, dass sie es nicht probiert haben und nicht gekämpft haben, sondern die daher kamen, dass die spielerische Qualität einfach ziemlich schlecht war, wie ich fand. Also Costa Rica hat mich überrascht, im negativen Sinne. Griechenland im positiven Sinne, die haben ganz gut gekämpft, aber bei Griechenland hat man einfach ständig gemerkt, dass die spielerische Qualität fehlt, was schade ist, weil der Kampfgeist von Griechenland sehr gut ist, wie ich finde, und den würde ich irgendwie gönnen, dass sie einfach nur 2, 3 Spieler haben, die vielleicht ein bisschen mehr herausragen können und die Mannschaft vielleicht noch so ein bisschen beleben können, die da noch so ein bisschen, ja, jugendlichen Flair reinbringt, sage ich mal. Ich hoffe einfach für Griechenland, dass sie da in den nächsten Jahren guten Nachwuchs bekommen, wobei der griechische Fußball natürlich es sehr schwer hat durch die finanziellen Probleme des Landes. Das wirkt sich natürlich auch auf den Fußball aus. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die da so ein bisschen aus dem Strom hervorlugt, ist Olympiakos Piräus, weil sie es immer schaffen, in den europäischen Wettbewerb zu kommen, in die Champions League etc. und dadurch halt sehr relativ viel Geld bekommen. Aber die anderen Mannschaften schaffen das halt einfach nicht. Und da ist auch nicht die großen Sponsoren, die es gibt. Die haben die einfach nicht so viel Geld. Und das ist natürlich auch generell die Jugendarbeit in dem Land ist sehr schwierig durch das Geld, was sie haben. Und ich denke, dass sie sogar eher in den nächsten Jahren noch ein bisschen abbauen werden, bevor sie wieder hervorkommen. Die brauchen halt erstmal einfach eine bessere Wirtschaft. Und ja, ist sehr schade. Aber schauen wir mal. So, also wie gesagt, Costa Rica schießt den Führungstreffer zum 1-0, dann schwächt sich Costa Rica wieder selbst durch ihre rote Karte und man muss es leider so sagen, Griechenland schafft es einfach nicht spielerisch, diese Überzahl auszunutzen. Sie haben es so versucht, also ja, die Tore noch zu schießen, sie haben ja auch
im Endeffekt Druck ausgeübt, also Costa Rica hat nur noch gemauert, kam überhaupt nicht mehr zu kontern und Griechenland hat quasi den gegnerischen Strafraum belagert, aber man hat einfach gesehen, dass da spielerisch nicht die Möglichkeit da war, durchzukommen. Also da wurde ja eigentlich so gut wie nie spielerisch was probiert. Das Einzige, was gemacht wurde, waren komische Flanken aus dem Halbfeld, die so extrem schwer für die Stürmer zu verarbeiten sind, dass von allen Flanken aus dem Halbfeld nur eine einzige gut kam, die einer der Griechen versucht hat, mit dem Kopf aufs Tor zu bringen. Da stand es dann schon 1-1, aber trotzdem. Also sie haben es dann halt geschafft, den Ausgleichstreffer zu schaffen. Aber sie haben so viel Zeit gehabt, wirklich so extrem viel Zeit, nicht nur den Anschlusstreffer zu machen, ich meine den Ausgleichstreffer, sondern halt auch den Siegtreffer. Wie gesagt, über 120 Minuten spätestens die halbe Stunde Nachspielzeit, die halbe Stunde Verlängerung, die muss dann genutzt werden für den Siegtreffer von Griechenland, weil Costa Rica logischerweise mit einem Mann weniger viel mehr rennen muss, viel kaputter sein muss. Also das hat Griechenland einfach spielerisch nicht gut gelöst. Deswegen kam sie dann ins Elfmeterschießen, wo eben nur noch Glück ist. Ja, und geschossen waren die Elfmeter eigentlich von fast allen Protagonisten gut, wobei man sagen muss, von Costa Rica waren sie wirklich hammergut geschossen. Also das waren somit die besten Elfmeter, die ich gesehen habe. Endlich mal anständige Elfmeter, wo einfach richtig schön drauf geballert wird, unter die Latte geknallt, hochgeschossen wird. Nicht solche langweiligen, ängstlichen Elfmeter, wo man hier versucht, irgendwie den Torwart auszuspielen. Also die waren einfach grandios geschossen. Griechenland hat auch die meisten Elfmeter sehr gut geschossen, hatte dann halt etwas Pech. Und naja, fliegt raus, aber wie gesagt, die haben in Überzahl gespielt, haben es spielerisch nicht gelöst, dann haben sie es auch nicht verdient. Tut mir leid. Ich hätte zwar Griechenland gern weitergesehen als europäische Mannschaft, vor allem das Tor von Sokratis, das 1-1 vom Innenverteidiger, das sagt ja alles, der Innenverteidiger schießt mit dem Fuß quasi das Tor. Ich hätte es wirklich dem Sokratis gegönnt und generell Griechenland, aber Costa Rica hat es auch verdient, sind wir mal ehrlich. Und so haben beide etwas geschafft, was in die Geschichte ihres Fußballlandes eingehen wird. Griechenland zum ersten Mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe, im Achtelfinale gewesen einer Weltmeisterschaft. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sie in Zukunft vielleicht noch ein paar Nachwuchsspieler bekommen, wobei ich weiß, dass es schwer wird für Griechenland. Und Costa Rica, soweit ich weiß, auch wieder eine Neuerung. Die waren zwar schon mal im Achtelfinale, sind aber da rausgeflogen. Und dieses Mal das erste Mal im Viertelfinale. Ist da auch nicht schlecht. Sie werden zwar gegen Niederlande rausfliegen im Viertelfinale, aber immerhin. Kommen wir zu den Spielen von heute. Frankreich, Nigeria. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde einfach, hier ist Frankreich klarer Favorit. Die haben mit ihrer A-Mannschaft sehr, sehr gut gespielt, wirklich sehr, sehr gut. Und selbst die B-Mannschaft war sehr gut. Die hatten halt bloß die Abschlussschwäche und haben es nicht geschafft, ihre wirklich sehr vielen Torschancen zu verwenden. Aber da sieht man, dass wahrscheinlich auch die zweite Garde von Frankreich oder die Spieler, die auf der Bank sitzen, spielen können. Und wenn man da so ein bisschen durchwechselt etc., dann hat Frankreich einfach eine sehr gute Mannschaft. Also ich würde sagen, Frankreich ist ja klarer Favorit, auch wenn Nigeria im zweiten und dritten Spiel nicht schlecht gespielt hat. Im ersten Spiel haben sie relativ schwach gespielt. Aber wie gesagt, gegen Frankreich sollten sie keine Chance haben. Für mich ist ganz klar Frankreich hier Favorit. Und es wird, also ich, ist schwer einzuschätzen, definitiv. Aber da ich glaube, dass Frankreich mit der ersten Garde spielt, würde ich sagen, es wird so in die Richtung 3-1 gehen für Frankreich. Und Deutschland, Algerien, Algerien hat irgendwie 1982 mal gewonnen gegen Deutschland. Weiß ich nicht, da war dann auf der Welt. Habe ich nicht mitbekommen. Aber das damalige Deutschland und das heutige Deutschland und das damalige Algerien und das heutige Algerien haben, denke ich, gar nichts mehr miteinander zu tun. Damals war Deutschland noch getrennt, das heißt, da haben die ostdeutschen Spieler gefehlt, wobei ich weiß gar nicht, ob überhaupt ostdeutsche Spieler dabei sind in der momentanen Nationalmannschaft. Egal. Auf jeden Fall, ja, da haben die halt 82 mal gewonnen. Ich glaube, dafür hat, was, ich habe ja vorhin irgendeine Nachricht gelesen, Moment, dass irgendwie Deutschlands Bilanz im Achtelfinale makellos ist. Das schaue ich direkt nochmal nach. Wir lieben Achtelfinale. Die Bilanz der Elf ist makellos. Und zwar 7 Spiele, 7 Siege. Deutsche Erfolge im WM-Achtelfinale haben Tradition. Seit der Einführung der Runde der letzten 16 zur Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko setzte sich die Nationalmannschaft in der ersten K.O.-Runde jeweils durch. 1986 sichert Lothar Matthäus mit dem 1-0 gegen die Marokkaner erst in der 87. Minute den Viertelfinaleinzug. Das DFB-Team scheitert im Endspiel an Diego Maradonas Argentinien. Schade. Aber wie gesagt, wir haben bisher in 7 Achtelfinale 7 Mal gewonnen. Scheint auch den Gegner, egal wie wir gehabt haben. Ich meine, wir hatten alle schon, haben alle platt gemacht. Und Algerien, also ich habe echt nichts gegen Algerien. Ganz im Gegenteil, ich mag diesen Figuli, der da spielt. Der, ist einfach ein cooler Spieler, mag ich.
Aber die haben keine Chance gegen Deutschland, was soll das, Mann? Von daher brauchen wir nicht groß drüber reden, Deutschland gewinnt und auch da sage ich, zwei Tore Abstand, entweder ein 2-0 und wenn sie ein bisschen schlampig werden, halt 3-1. Aber ganz klarer Sieg für Deutschland. In diesem Sinne werden wir dann wieder drüber reden können, wenn Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich spielt. Frankreich natürlich, also mir wäre Nigeria einen kleinen Tick lieber. Ich denke, Nigeria liegt uns einen kleinen Tick besser als Frankreich. Aber ich würde auch sagen, Frankreich hat den größeren Respekt vor Deutschland als umgedreht. Deswegen wird es natürlich unser schwerstes Spiel in der WM gegen Frankreich bis jetzt im Viertelfinale. Aber auch da sage ich, gewinnen wir, gewinnen wir, gewinnen wir. Da werden wir auf jeden Fall keine Probleme haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deutschland gewinnt. Liebe und Hass. Und bis morgen. Da werden wir dann über diesen grandiosen Sieg von Deutschland reden können. Wird geil. Wird richtig geil. Tschö, tschö, euer Paxis. Wird richtig geil.